Aber er wirft doch schon. Er wirft schon Knochen. Knochen. Ja, geht nicht. Geht nicht mehr. Blasen. Blasen. Oder große Ha-Has. Ha-Has. Hallo, hier ist wieder das Spiel mit dem Piano. Ja, das Piano-Spiel. Ich nutze nun einen anderen Speichermanager für Turbo Delphi. Der zeigt mir an, ob Memory geleakt wurde. Dadurch lassen sich in Zukunft Abstürze besser vermeiden. Aha. Nebel in Tälern sorgt nun wieder für Unschärfe, wobei das hier im Video schlecht zu sehen ist. Es gibt nun Grasbüschel mit vielen dünnen Halmen und Spitzwegerich, wobei dieses noch Verbesserungen gibt. Es gibt Spitzwegerich. Ja! Komische Dinge, was letztes Mal noch neben dem Piano stand, war eine Kiste, welche nun auch wie eine aussieht. Müsste allerdings noch geölt werden. Auf Entwicklerseite lassen sich jetzt Objekte gruppieren, damit ich eine bessere Übersicht habe. Einige Objekte, die bisher vernachlässigt wurden, haben nun LOD bekommen. Die Render-Pipeline wurde überarbeitet und mir sind noch weitere Ideen zum Optimieren gekommen. Ah ja, cool. Noch besser. Endlich gibt es Wasserblöcke. Momentan noch statisch. Screen Space Reflections sorgen für Reflexionen und neben den Lichtbrechungen wird es unter Wasser auch unschärfer, je tiefer man ins Wasser blickt. Es ist trübe, wobei Wasserfarbe und Dichte bisher noch global sind. Der Schatten liegt nicht auf der Wasseroberfläche, sondern fällt auf die Trübung darunter. Kann ich jetzt neue Lieder spielen oder nicht? Das Wasserfallgeräusch wird anhand der Anzahl der senkrechten Flächen gewählt. So verursacht ein kleiner Wasserfall nur ein leichtes Wasserplätschern. Hier sieht man noch dynamische Wellen, die an Wänden reflektieren, Schaum, der sich langsam zurückbildet, Lichtspiegelungen über Wasser, eine dynamische Nässekante, die mit der Zeit wieder wegtrocknet. Aber so viel schön zum Wasser. Ich denke, er baut sich eine Welt, die er Kaustiken unter Wasser, ist so schön. Größere Schwebeteilchen sowie so schön, eine wabernde Sicht. Weine. Das war's auch schon. Bis zum nächsten Mal. Okay. Ich möchte beim nächsten Mal Bärlauch. Bärlauch. Bärpflanze. Vielleicht mehr Bärlauch. Also wenn wir beim nächsten Mal schon rumlaufen und von Büschen einzelne Beeren pflücken, Blaubeeren pflücken kann. Dass sich die Vegetation an die Jahreszeit anpasst. Ja. Es würde mir schon reichen, wenn ich verstehe, wer das Spiel ist. Ist egal. Das ist ein Crafting. Hat er doch ein Crafting-Game. Ja, aber ich crafte was? Nicht das zum ist, Spaß. Das doch. Ist ein Piano-Lernspiel, weißt du doch. Was heißt man crafte nicht zum Spaß? Nein, ich crafte doch nur als Notwendigkeit, um etwas anderes zu erreichen. Nein. Ja. Du baust ja, was denn? Na, woanders hinzukommen. Ja, wohin denn? Das ist ein Zen-Spiel. Du baust einen Brunnen, Survival. Dann hast du darum. Wie Zen-Gärten. Ach so. Wenn was willst du denn bei Minecraft erreichen? Den Elderdrachen töten. Ja, nee, nie im Leben. Da gibt es einen Endgegner? Ja. Mittlerweile, also seit es dieses, oh mein Gott, man hat Lebensfunk und muss essen, ist es ja auch ein bisschen langweilig geworden. Das letzte, was ein Survival-Game braucht, ist Essen. Bärlauch. Bärlauch braucht. Ja, hallo, hier ist wieder Alexander mit meinem kleinen...